Fest steht, dass es im Weltraum deutlich mehr Materie als Antimaterie gibt. Doch das Rätselraten ist groß. Warum in aller Welt existiert dieses Ungleichgewicht? Vollkommen unlogisch. Wie lässt sich die Dominanz der Materie im Universum erklären? Am Genfer Kernforschungszentrum CERN ist man genau dieser Frage einen Schritt näher gekommen oder der Antwort und hat jetzt mit super aufwendigen Analysen von Teilchenzerfällen eine Teillösung parat. Also, was ist da rausgekommen? Klickt zum Science and Fiction, abonniert den Kanal, denn hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Herzlich willkommen. Schon seit knapp 90 Jahren wissen wir, dass jedes Teilchen einen Partner hat, ein Antiteilchen. Beim Elektron ist es zum Beispiel das Positron. Doch wenn wir weit zurückschauen, wird nicht nur deutlich, wie wenig wir bisher über Materie und Antimaterie wissen, sondern auch, wie wichtig das Zusammenspiel von Materie und Antimaterie ist. Denn beim Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren entstand heutiger Vorstellung zufolge eigentlich genauso viel Antimaterie wie Materie. All diese Teilchen im jungen Kosmos prallten auf entgegengesetzt gepolte Antiteilchen. Doch warum haben sich Antimaterie und Materie nicht sofort wieder vollständig vernichtet? So wie es doch eigentlich immer der Fall ist, wenn Antiteilchen und Teilchen aufeinandertreffen. Die Antwort darauf wissen wir bis heute nicht. Doch klar ist, das Ganze war wohl eine Art kosmischer Fügung. Denn aus dem übrig gebliebenen Bruchteil von Materie bildeten sich im Laufe von Milliarden Jahren Sterne, Planeten und Galaxien. Astronomieteams weltweit gehen davon aus, dass ein subtiler Unterschied zwischen Materie und Antimaterie dafür gesorgt hat, dass ein Teil der Materie überlebt hat. Doch worin genau liegt dieser Unterschied? Warum gibt es dieses Ungleichgewicht im Universum? Warum bestehen Sterne, Planeten und Menschen fast ausschließlich aus Materie? Und warum ist die Antimaterie dagegen solch ein Exot? Welche subatomaren Prozesse im Urknall haben etwas mehr Materie als Antimaterie hervorgebracht? Fragen über Fragen, auf die wir bis heute keine endgültigen Antworten wissen. Experten und Expertinnen vermuten, dass ein gewisser Effekt, der etwas mit der Symmetrie zu tun, also dem Gleichgewicht oder eben Nicht-Gleichgewicht von Materie und Antimaterie zu tun hat, die Antwort auf diese Frage sein könnte. Ein Mechanismus der Symmetrieverletzung, der alle Elementarteilchen betrifft, die aus einem Quark und einem Antiquark bestehen. Also schon seit längerer Zeit wird vermutet, Naturgesetze behandeln Materie und Antimaterie nicht gleichwertig. Schon vor längerer Zeit wurde bei den sogenannten K- und B-Mesonen ein Unterschied festgestellt. Mesonen bestehen aus insgesamt 6 Quarksorten und sind ab und an auch aus Antiquarks aufgebaut. Experimente in den 60er Jahren hatten gezeigt, dass der Zerfall von K-Mesonen aus Antiquarks nicht exakt symmetrisch zum Zerfall der Materievariante der K-Mesonen abläuft. Heißt also vereinfacht, physikalische Prozesse ändern sich, wenn die Ladung C vertauscht wird, also C für Charge, und Teilchen durch ihre Antiteilchen ersetzt werden. Zudem ändern sich die physikalischen Prozesse, wenn sie spiegelverkehrt, also die Parität P, betrachtet wird. Das heißt, es gibt ebenso eine Veränderung bei der Änderung des Spins, der Drehrichtung von Elementarteilchen. Das Phänomen, bei dem die sogenannte CP-Symmetrie verletzt wird, wird in der Fachsprache auch als CP-Verletzung bezeichnet. Das C steht dabei, wie gesagt, für Charge, also Ladung, und das P für Parity, also Parität. In der Physik heißt das so viel wie die Symmetrieeigenschaft eines Systems gegenüber seiner räumlichen Spiegelung. Dass übrigens auch die B-Mesonen die CP-Symmetrie verletzen, ist seit Anfang der 2000er Jahre bekannt. Der Zerfall dieser B-Mesonen im Experiment lieferte ebenso wie der Zerfall der K-Mesonen einen Überschuss an Materie. Doch beide waren viel zu klein, um die Dominanz der Materie im Universum zu erklären. Jetzt ist es einem Physikteam vom Genfer Kernforschungszentrum CERN gelungen, ein weiteres Puzzlestück in diesem Zusammenhang aufzudecken. Konkret hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Zerfälle sogenannter D0-Mesonen im Auge. Diese Teilchen bestehen aus einem Charm und einem Anti-Up-Quark und wurden vor 40 Jahren aufgespürt. Im Large Hadron Collider hatte man die D0-Mesonen und ihre Gegenstücke in den vergangenen Jahren in großer Menge produziert. Doch die Teilchen sind äußerst kurzlebig und zerfielen schnell wieder in andere Partikel. So entstand in den Jahren zwischen 2011 und 2018 ein riesiger Datenberg. Um an ein Ergebnis zu kommen, mussten die LHC-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die entstandenen Produkte zählen. Dabei kam heraus, dass die Anti-D-Mesonen schneller zerfallen als ihre Materie-Pendants, die wohl deutlich stabiler sind. Heißt also im Klartext, auch hier verletzen die Zerfälle der ungeladenen D0-Mesonen die Symmetrieregel.
Das CERN-Forschungsteam schlussfolgert aus diesem Ergebnis, dass solche symmetrieverletzenden Prozesse eben auch im frühen Universum eine Schlüsselrolle gespielt haben müssen. Dies könnte dann auch dafür gesorgt haben, dass eben nicht die ganze Materie vernichtet wurde. Das Ergebnis vom CERN kann zusammen mit den bereits bekannten Unterschieden tatsächlich einen Teil der Materiedominanz im Universum erklären. Doch auch der nun gemessene Effekt ist längst nicht ausreichend, um das komplette Übergewicht zu verstehen. Dafür ist immer noch eine deutlich größere Verletzung der CP-Symmetrie notwendig, als man in Experimenten bislang beobachten konnte. Was aber wirklich frappierend ist, dass hier in immer mehr Fällen diese Ungleichheit zwischen Materie und Antimaterie festgestellt wird. Nun setzen die Fachleute auf die Erzeugung von B-Mesonen in gigantisch großer Zahl. Dies könnte durch Teilchenkollisionen im Teilchenbeschleuniger Super KEC-B in Japan klappen, da er gerade erst enorm aufgerüstet wurde. Auch in Sachen Neutrinos könnte da ein entscheidender Erfolg kurz bevorstehen. Doch auch hier reicht die Datenlage jedoch derzeit noch nicht aus, um weitere subatomare Prozesse nachzuweisen, bei denen die Materie überlegen ist. Auf eine finale Theorie zur Materie-Antimaterie-Ungleichgewicht müssen wir also offensichtlich noch einige Zeit warten. Antimaterie-Schauer in Hurricane gefunden. Draufklicken auf dieses Video und staunen. Bis dann. Bleibt dran.